Ja, hallo Elektronikfreunde, nun hier im dritten Teil mit dem PWM-Generator. Und im ersten Teil war es ja so ein bisschen Theorie, wie der funktioniert. Man kann also hier das Puls-Pausen-Verhältnis ändern, beziehungsweise der arithmetische Mittelwert der Spannung wird geändert. Dadurch kann ich dann hier eine Leuchtdiode in der Helligkeit einstellen. Und die Idee war ja jetzt nur, das zu erweitern, dass man Motor in der Geschwindigkeit mal einstellen kann. Das habe ich hier mal aufgebaut. Ich will es mal kurz demonstrieren und dann geht es gleich weiter. Ich drehe jetzt hier mal das Poti ein bisschen höher. Gut, man sieht also, den Motor kann man einstellen in der Geschwindigkeit. Die Frage ist natürlich nun, wie kann man das machen? Es gibt da eigentlich so zwei, drei Überlegungen, die man vielleicht anstellt. Zunächst will ich aber ganz kurz nochmal auf die Schaltung eingehen, wie sie aufgebaut ist im Moment. Und zwar nur vom PWM-Generator her gesehen. Also ich habe hier den 47 Ohm hier drin, dass ich möglichst weit das PWM-Signal einstellen kann mit dem 10 Kilo Ohm. Die Leuchtdiode ist hier auch noch drin. Und ja, jetzt wäre praktisch die Frage, wie kann man den Motor da anschließen? Die erste Überlegung wäre natürlich, na gut, wenn jetzt hier eine Leuchtdiode in der Helligkeit zu steuern ist, dann schließe ich da auch einen Motor an. Das geht leider nicht, aus mehreren Gründen. Ich habe hier das mal kurz schon mal vorbereitet. Habe ich auch extra geschrieben, so nicht, also in keinem Fall so aufbauen. Funktioniert nicht, denn das Problem ist ja hier, also es sind zwei Probleme. Das erste Problem, das IC kann ja wahrscheinlich weder den Strom noch die Spannung für den Motor liefern. Und selbst wenn es könnte, dann ist es so, dass der Strom für das Laden und Entladen des Kondensators sozusagen noch geteilt wird. Also der geht dann hier noch einen Teil in den Motor rein, also sehr viel wahrscheinlich, sodass das gar nicht funktionieren kann. Also direkt hier eine Last dranhängen ist eigentlich nicht möglich. Man kann da eine Leuchtdiode ranhängen, eine kleine, so wie ich das auch gemacht habe, für Motoren ungeeignet. Nochmal, Gatter kann den Strom und Spannung nicht liefern und es gibt eben Einfluss auf das PWM-Signal. Wenn man jetzt eine Leuchtdiode anschließen will, kann man das ja tun. Hier ist die Formel nochmal für den Widerstand. RLED ist gleich UA, also die Spannung, die hier oben rauskommt, muss man im Datenblatt gucken, weil hängt von der Betriebsspannung ab. UA minus ULED durch ILED und hier sieht man eben auch schon den Strom durch die LED und das ist eigentlich unerwünscht. Es ist unerwünscht, dass eben der Strom hier wegfließt und damit das PWM-Signal beeinflusst. Zweite Möglichkeit wäre also, wir bräuchten irgendwas, um den Strom zu verstärken. Ja, dann nimmt man eigentlich einen Transistor normalerweise, so wie es hier gezeichnet ist. Hier gibt es aber auch einige Probleme. Also ich habe hier einen normalen bipolaren Transistor BC338. Der ist generell eigentlich auch nur für kleinere Lasten geeignet. Was man tun muss, man muss den RB berechnen. Man kann also nicht sagen, irgendwie ein paar hundert Ohm, dann geht es schon, sondern man muss ihn berechnen, denn der ist abhängig zum einen vom Strom, der hier fließt, und auch zum anderen vom Stromverstärkungsfaktor des Transistors. Wenn man jetzt sagt, kleine Lasten, na gut, dann nehme ich einen größeren Transistor. Geht leider auch nicht, weil die größeren Transistoren, also so Leistungstransistoren wie BD138 oder sowas, da ist der Stromverstärkungsfaktor sehr gering, also der liegt so bei 40 oder so. Das heißt also, der Basisstrom wird wesentlich höher und damit fließt hier wiederum ein größerer Strom weg und das ist eigentlich unerwünscht. Das heißt also, nach wie vor ist es hier ein Einfluss auf das PWM-Signal. Ich kann es gleich nochmal zeigen. Und wenn man jetzt also diese Schaltung so verwenden will für eine kleine Last, wie ich es jetzt hier gerade gemacht habe, dann kann man es tun. Hier unten ist nochmal eine Formel für den Basisvorwiderstand. UA, also auch die Ausgangsspannung des Gatters minus 0,7 Volt. Das sind die von der Strecke BE vom Transistor mal B. B ist normalerweise aus dem Datenblatt zu entnehmen, geteilt durch IC. Und jetzt ist es so, dass, wenn man das so macht, wahrscheinlich eher weniger funktioniert oder nicht zuverlässig, weil man den Transistor im Schalten eigentlich in die Sättigung bringen sollte. Das heißt also, der Basisstrom wird höher reingedrückt sozusagen als notwendig und damit steuert er wirklich gut durch. Also der Basisstrom wird also noch höher ein bisschen gewählt.
Das heißt aber auch wiederum, hier ist ein totaler Einfluss auf das ganze PWM-Signal und das ist wirklich unerwünscht. Ich kann es mal noch mal kurz zeigen, also die Schaltung, die ich eben gestartet habe, hier sozusagen, ist aufgebaut. Und ich habe hier mal das Taschenoszilloskop. Ich muss das mal kurz einschalten hier. Und ich messe einfach mal das PWM-Signal jetzt. Das ist also hier, Transistor ist drin, Motor dreht sich wohlgemerkt nicht. So sieht es jetzt aus. Und wenn ich jetzt den Transistor rausnehme und man das PWM-Signal beobachtet, dann sieht man, das ist ein erheblicher Einfluss auf das PWM-Signal. Das heißt, dieser Basisstrom, der da fließt, zum Aufsteuern des Transistors jetzt schon, hat einen erheblichen Einfluss auf die Erzeugung des PWM-Signals und das ist natürlich nicht schön. Und eigentlich auch unerwünscht, also das sollte man möglichst vermeiden. Jetzt gibt es eine weitere Möglichkeit, es zu verbessern. Das habe ich hier auch nochmal aufgezeichnet dann. Ich nehme es mal hier kurz weg. Das wäre jetzt also diese Möglichkeit hier mit einem sogenannten Darlington-Transistor. Ein Darlington-Transistor hat praktisch zwei Transistoren ineinander verbaut. Und dadurch erreicht man, dass der Stromverstärkungsfaktor sehr hoch wird, also wirklich sehr hoch. Der Stromverstärkungsfaktor für den BC517 ist ungefähr bei 30.000. Ich hatte ja gesagt, hier für den 338 bei 400 oder so, je nach Typ. Das heißt also, hier hat man schon den Vorteil, dass der Basisstrom wirklich extrem gering wird. Hier für kleinere und mittlere Lasten würde ich das so aufbauen. Und man muss nach wie vor den RBE berechnen und dann auch den Transistor wieder ein bisschen übersteuern, damit er gut schaltet. Es ist also nach wie vor ein IB vorhanden. Die Formel hier ist ähnlich wie die bei dem normalen Bipolartransistor. Allerdings haben wir jetzt zweimal die Basis-Emitter-Strecke einzubauen und B, wie gesagt, auch aus dem Datenblatt entnehmen. Gut, bei beiden Versionen erzähle ich nachher nochmal ganz kurz was über die Leistung P-Tot. Die muss auf jeden Fall beachtet werden. Und ich erzähle nochmal was über die dazu über eine induktive Last. Bevor ich das tue, nochmal kurz zur Praxis. Ich baue das mal kurz um. Also ich habe jetzt hier die Schaltung und ich habe hier den anderen Transistor, BC 517 ist das hier. Ich schalte erstmal aus. Den nehme ich mal raus. Im Moment ist ein Basisvorwiderstand von 1 Kiloohm hier drin gewesen für den BC338. Für den BC517 habe ich einen wesentlich höheren. Das ist ein 220 Kiloohm Widerstand. Den baue ich hier mal ein. So, und dann hier nochmal mit dem Oszilloskop gucken, ups, wie das funktioniert und welchen Einfluss es gibt. Mal kurz angeklemmt, einschalten. Man sieht es ja hier ganz gut. Also Transistor ist drin, jetzt ziehe ich ihn mal kurz raus. Also da ist praktisch gar kein Einfluss mehr da. Das heißt also, durch den sehr hohen Stromverstärkungsfaktor, den sehr niedrigen Basisstrom, der gebraucht wird, ist kaum oder kein Einfluss mehr auf das PWM-Signal da. Das kann man also gut verwenden. Jetzt hier nochmal das Gleiche. Ich drehe den Motor mal kurz hoch. Funktioniert also ganz hervorragend. Jo, das wäre eine zweite Möglichkeit, wie gesagt, für kleinere und mittlere Lasten auch. Und eine dritte Möglichkeit, die heutzutage auch sehr beliebt ist, ist die Schaltung mit dem sogenannten MOSFET-Transistor, Feldeffekt-Transistor. Und da gibt es allerdings auch wiederum einige Sachen, die zu beachten sind. Ich mache das mal hier weg, das stört ja hier nur. Die Schaltung sieht dann also so aus. Das ist ein N-Kanal-MOSFET, der wird also mit einer positiven Spannung hier aufgesteuert.
In dem Fall auch leistungslos, weil zwischen dem Gate und dem Drain und dem Source ist ja keine Verbindung. Der wird also durch einen Feldeffekt sozusagen, deswegen heißt er auch so, Feldeffekttransistor gesteuert. Und ist auch für große Lasten natürlich gut geeignet. Die gibt es ja in verschiedenen Größen. Was aber auch jetzt hier komisch erscheint, ist vielleicht der Widerstand R. Der ist dann notwendig, wenn sehr hohe Laststromwechsel vorhanden sind. Also wenn hier in diesem Bereich sehr viele heftige Lastströme sind, das heißt also, die sich ändern, dann haben wir nämlich ein Problem, oder dann gibt es ein Problem, dass ja zwischen Drain und Gate und zwischen Source und Gate, die ja isoliert sind, sind ja praktisch Kapazitäten. Und diese kleinen Kapazitäten verhalten sich natürlich wie eine normale Kapazität. Das heißt, bei ganz kurzen, heftigen Strömen fließt ein sehr hoher Strom ganz kurzfristig, beziehungsweise es fließt ein Teilstrom hier ab über das Gate. Und das darf natürlich in keinem Fall sein. Also gerade die Kapazität zwischen Drain und Gate ist dann zu beachten. Das heißt, also wenn hier der Laststrom sich ändert heftig, dann fließt ganz kurzzeitig ein Teilstrom hier aus dem Gate raus. Und das darf natürlich eigentlich nicht sein. Kann man aber nicht vermeiden, man kann nur den Strom durch den Widerstand begrenzen. Die Kapazität zwischen Source und Gate bildet natürlich mit dem Widerstand auch einen Tiefpassfilter dar. Letztendlich im schlimmsten Fall. Das heißt, man muss da bei sehr hohen Frequenzen auch gucken, wie da was eventuell anzupassen ist. Man schaltet nach wie vor leistungslos, also es fließt kein Strom raus. Hier nochmal ganz kurz, und die Kapazitäten sind eben teilweise zu beachten. In unserem Fall eigentlich nicht, die Frequenz ist relativ klein, also wir haben hier irgendwie 1 Kilohertz oder sowas, oder 2 vielleicht. Also da brauchen wir das eigentlich hier nicht zu beachten. Auch hier schalte ich mal, baue ich mal die Schaltung um, so. Dazu schalte ich erstmal hier aus. So, baue das kurz um. Habe hier also ein IAF Z24 in dem Fall. Der gehört da rein. Dann den Widerstand für dazu. Und wenn ich jetzt wieder einschalte, dann drehe ich hier hoch. Funktioniert also ganz genau. So, das war erstmal von der praktischen Seite nochmal ganz kurz gleich was zu der Verlustleistung beim normalen Bipolartransistor. Ich nehme es mal jetzt hier kurz weg. Und zwar folgendes. So sieht also das Ausgangskennlinienfeld aus ohne Ausgangskennlinien. Denn ich habe die hier nicht eingezeichnet. Die sind erstmal für den normalen, also für den jetzigen Fall erstmal nicht so wichtig. Ich habe den Transistor hier, den 338. Der hat also eine Totalleistung von 600 Milliwatt. Mehr darf er nicht haben oder mit mehr darf er nicht betrieben werden. Und ich betreibe die Schaltung mit 6 Volt. UC ist also maximal 6 Volt, beziehungsweise der IC ist maximal 500 mA. Das sind also die Werte vom Motor und der Betriebsspannung. Und jetzt gibt es ja hier praktisch diese Gerade, die man hier sieht. Und es gibt hier diese Verlustleistungshyperbel, die man hier sieht. In diesem Bereich hier, der gestrichelt ist, darf der Transistor eigentlich nicht betrieben werden, weil er dann kaputt geht. Jetzt sieht man hier, die Gerade geht nun mal durch diese Hyperbel durch. Und jetzt könnte man ja denken, ja, dann geht der ja trotzdem kaputt. Es ist aber so, der wird ja als Schalter betrieben und die Geschwindigkeit ist hier sehr hoch, wo er von Punkt A nach B hier praktisch geht. Allerdings nur bei einer ohmschen Last. Und die haben wir hier leider nicht. Wir haben eine induktive Last mit dem Motor und dadurch verhält sich das leider anders. Das verhält sich wie folgt. Nehmen wir mal an, der Transistor ist ausgeschaltet und wir haben eine UCE von fast 6 Volt. Und schalten ein, dann wird der Strom nicht sofort ansteigen, so wie bei einer ohmschen Last, sondern er bleibt erst auf einem gewissen Level und steigt dann rapide hier an, durch die Induktivität. Und das ist im Moment völlig unkritisch, weil wir sind innerhalb der normalen des normalen Betriebs des Transistors. Das ist kein Problem, denn wir sind außerhalb der Verlustleistungshyperbel.
Das Problem ist jedoch, wenn wir ausschalten oder wenn der Transistor ausgeschaltet wird, dann versucht die Induktivität zum einen den Strom aufrechtzuerhalten und die Polarität der Induktivität ändert sich. Das bedeutet Folgendes, der Strom bleibt erstmal relativ konstant hier oben stehen und man sieht hier, dass man voll in dieser Verlustleistungshyperbel hier drin ist, in diesem Bereich. Und wenn man jetzt keine Freilaufdiode hat, da komme ich gleich nochmal drauf zu, dann würde die Spannung nachher an UCE wesentlich höher sein als 6 Volt. Und dann würde der Strom der Induktivität auch erst nach und nach hier irgendwie zurücklaufen. Also diese Zeit ist dann relativ, diese Gesamtzeit ist relativ lang, das dauert also lange, bis der da zurückläuft. Das heißt, hier im hinteren Bereich, wenn es sehr lange dauert, geht definitiv der Transistor kaputt. Um das zu vermeiden, haben alle Schaltungen, die ich bis jetzt gezeigt habe, hier eine Freilaufdiode. Und die ist ganz wichtig. Die Freilaufdiode hat folgende Funktion hier in der Grafik. In dem Moment, wo also die Spannung auf der einen Seite hier von der Induktivität, also diese Spannung, wenn die etwas mehr als die Motorspannung wird, man kann sich überlegen, die Induktivität ändert ihre Polarität, das heißt, hier ist dann Plus und da ist Minus. Ich habe also praktisch zwei Spannungsquellen in Reihe, das heißt, diese Spannung kann höher werden als diese dann. Wenn es der Fall ist, dann wird bei 0,7 Volt die Diode leitend und der Strom sozusagen geht sofort zurück, weil er hier sozusagen endlos, also nicht endlos, aber in gewissem Maße sozusagen sich abbaut über diese Diode. Das ist ganz wichtig für jede induktive Last, dass man hier so eine Freilaufdiode einbaut und da gibt es auch eigentlich keine Ausnahme. Also bitte dran denken, wenn ihr die Schaltung nachbaut, wie auch immer, wenn ihr induktive Lasten habt, immer eine Freilaufdiode einbauen. Die muss natürlich groß genug sein, also keine 1N4148 oder so, sondern etwas größere für so einen kleinen Motor hier zum Beispiel. Für größere Lasten natürlich hier noch eine richtig große fette Diode mit ein paar Ampere. Sonst geht der Transistor kaputt. Ja, also die Freilaufdiode schützt den Transistor beim Ausschalten. Das ist ganz wichtig. Gut, das war's hier in diesem Video und weiterhin viel Spaß.